Hallo Leute, in diesem Video geht es einfach darum, diesen kleinen Pocketmotor, den ich da habe, über die Knallgasmenge, das sprich Knallgasvolumen, die Drehzahl zu ändern. Da unten habe ich wie immer den Drehzahlmesser, das können wir dann verfolgen. Und da ist der Gashebel. Wie ihr seht, stelle ich den auf Leerlauf. Ich werde jetzt dann den Motor starten. Das wird ein bisschen laut sein, da wird man nicht mehr viel hören können, aber von der Drehzahl her und optisch vom Drehzahlmesser wird man sehen können, wie sich die Drehzahl ändert. Von daher starte ich jetzt den Motor und dann hoffe ich, dass das einigermaßen gut rüberkommt. Der Motor ist jetzt gestartet und wie man sieht, läuft er bereits auf Leerlauf. Und jetzt drehen wir schön langsam das Gas hoch und dann wird man sehen können, dass die Motordrehzahl steigt. Man hört es jetzt auch am Geräusch. Und das Ritzel, das sieht man jetzt auch laufen. So, wie ihr sehen konntet, habe ich einfach durch die Gaszugabe, Knallgaszugabe den Motor, die Drehzahl entsprechend ändern können. Das ist alleine im Leerlauf 3000 und wie ihr gesehen habt, war es teilweise über 6000. Dabei waren gerade mal 2 Liter Gas in Gebrauch. Von daher einwandfrei, die kleine Modifikation am Motor hat sich durchaus bewährt. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, tschüss.